Dobro večer, dragi gledatelji. Dobrodošli još jedan, jedan na jedan. Moj večerašnji gost je baron Norbert van Handel. Dobrodošli. Hvala. Baron Norbert van Handel obično smatran sivom eminencijom desnog centra austrijske politike. Čovjek koji je sve zanimljiviji i ne samo u Evropi, nego prije 2-3 dana ima trosatni intervju za japansku televiziju, pa kad je već tome tako, pozvali smo gospodina barona van Handla u goste kako bismo porazgovarali o sadašnjem austrijskom trenutku, o tome što je Srednja Evropa i na kraju, kad raširimo kadar, što je Evropa danas iz vizije tog desnog austrijskog centra. Počnimo sa tim pitanjem kako izgleda Austrija Sebastiana Kurca. Je li se ta Austrija promijenila unazad 2-3 godine? Es hat sich verändert ein bisschen. Und wir glauben, oder viele von uns glauben, dass Sebastian Kurz ein außergewöhnliches politisches Talent ist. Man muss auch sagen, dass er der älteste Minister ist, so jung er ist. Er war Integrationsminister, er war Außenminister und ist jetzt Kanzler. Und ich glaube, er macht eine gute Figur. Kako biste recimo razlikovali Austriju od prije 2-3 godine, kada ste o njoj govorili kao Austriji podijeljena na velika dva bloka, i to klasna bloka, i Austriju koju danas vodi Sebastian Kurz. Ima li i u socijalnom i političkom smislu razlike? Vor 2-3 Jahren hatte man vor allem eine Zeit, wo nichts mehr weiterging, wo zwischen Rot und Schwarz eine absolute Nulltätigkeit war. Und ja, man hat eine neue Agenda. Und zwar ist die im Wesentlichen auf drei Dinge fokussiert. Das eine ist Außenpolitik, Europapolitik. Das zweite ist vor allem Verbesserungen in der Immigrationsfrage. Das dritte ist die Stärkung des Wirtschaftssektors und die Reformierung des Staates als solches. Odavde, kad gledamo na Austriju, mi smo u Hrvatskoj imali unazad 50 godina dva velika nacionalna masovna pokreta. 70. godina i 90. naravno pri obnovi državnosti Hrvatske. Danas mi se čini ponekad da ovo narodnjaštvo u Austriji i slični politički fenomeni izgledaju poput nekakvog nacionalnog revivala. Je li to istina? Postoji li nekako veliko nacionalno gibanje u Austriji koje bi se tako moglo karakterizirati? Ich würde nicht unbedingt sagen des nacionalen Bewusstseins, sondern wir glauben, dass Europa ein Europa der Vaterländer sein muss, ein Europa der Nationen. Es ist weniger das Nationale oder sagen wir besser Nationalistische, sondern es ist mehr eine festgefügte Nation mit festgefügter Kultur, mit festgefügter Tradition zu sein. Und ja, wenn Sie zuerst von der kroatischen Geschichte gesprochen haben, die Kroaten sind bis zu einem gewissen Grad in Europa auch ein Vorbild. In ihrer Anständigkeit, ihrer Tapferkeit, aber auch in dem Willen, ihre Selbstständigkeit in einem Europa zu bewahren. Postoje li u današnjoj Austriji, kad govorimo o tom populizmu i mogućem nacionalizmu, postoje li neka vrst nostalgije za Bečom koji je bio centar Evrope, recimo, koncem 19. stoljeća, početkom 20. Ne mislim samo politički, ne mislim samo na monarhiju, mislim i na kulturni centar, mislim na figure poput Freuda, poput Wittgensteina, cijeli niz ljudi koji su karakterizirali taj austrijski duh. Ima li te nostalgije danas? Ich würde sagen, die gibt es, man muss aber sehr genau unterscheiden. Wenn es um Kultur geht, Sie nannten Wittgenstein, Stefan Zweig und was auch immer, dann gibt es sie sehr. Wir hatten vor einem Jahr die Ausstellung
über Kaiser Franz Josef. Da war ganz Wien auf Kaiser Franz Josef hingerichtet. Wenn Sie fragen, ob das eine politische Nostalgie ist, dann würde ich sagen, es kann manchmal eine sein, im Wesentlichen ist es aber keine. Man weiß mit Bedauern, dass eben das Vielvölkerreich zu Ende ist. Es wird nie mehr kommen können. Aber auf der anderen Seite sucht man auch für die Zukunft Formen, wie die 13 Nationen, die in Österreich und Ungarn versammelt waren, in Europa eine stärkere Position bekommen. Das ist ein Fokus, der ganz wichtig ist. Und wenn Sie sagen Populismus, ich glaube, das war auch eine Frage, ich kenne das Wort Populismus nicht. Das Wort Populismus ist kein intelligentes Wort. Denn wenn man sagt, Populisten sind jene Leute, die komplizierte Sachverhalte mit einfachen Worten erklären wollen, das macht bitte jede Partei. Für mich gibt es nur demokratisch gewählte Parteien oder eben nicht gewählte Parteien. Das Wort Populismus ist, wie Dahrendorf einmal gesagt hat, der große deutsche englische Philosoph, hat gesagt, Populismus ist immer das, was in Opposition zu den regierenden Parteien ist. Nein, Populismus ist für mich keine politische Kategorie. 100 godina je od pada monarhije. Je li to tema danas u Austriji? Kako se ta tema diskutira? Postoje li forumi znanstveni, javni, najširi, recimo na televiziji u Austriji? Diskutira li se ostavština monarhije i je li se iz tog pada monarhije izvukla neka velika povijesna lekcija? Ich weiß jetzt nicht, ob historische Lektion, denn wenn Sie an Christopher Clark denken, die Monarchie ist ja ursprünglich nicht von sich aus zerbrochen, sondern weil der Krieg verloren wurde. Und der Krieg wurde nicht verloren, weil die Mittelmächte schwächer waren, sondern weil die Amerikaner eingegriffen haben. Insofern gibt es also nicht sehr viel, was man lernen kann, außer dass man Kriege gewinnen muss. Wenn man aber davon ausgeht, dass ob es eine, sagen wir, eine Bewegung, die Monarchie wieder einzuführen gibt, in dieser Form sicher nicht, obwohl man in Europa sieht, dass die bestehenden Monarchien absolut demokratisch sind, vorbildlich demokratisch sind. Aber in Österreich besteht eine Republik, die funktioniert. Und es müsste eine Monarchie von unten kommen. Und das würde wohl nur dann der Fall sein, wenn große Krisen wären. Die gibt es aber nicht. Was es aber gibt, ist, dass man erkennt, wie wichtig die Habsburger waren, sind und wie viele glauben, auch werden. Also speziell die Kinder von Otto von Habsburg, die alle in politischen Jobs sind, international, die wirklich gut sind. Und da ist eine gewisse Nostalgie, nicht back to monarchy, aber eine Nostalgie, dass man sieht, das Haus ist wichtig, das Haus hat Österreich und auch vielen seiner Nachbarn wahnsinnig viel gebracht. Warum bedienen wir uns nicht mehr der Erfahrungen der Habsburger? Stobi. Možda ipak mogli naučiti iz tih vremena monarhije. Ja sam razgovarao u ovom studiju i sa Karlom von Habsburgom i Georgom von Habsburgom i tada mi je upala u oči recimo ta lekcija Reich ideje. Naravno da s ove distance bi čovjek možda mogao kazati da ona nije aktualna, ali ipak to carstvo je nekako obdržavalo sve te nacije, narode na okupu i je li možda tako jedna ideja, nešto što bi pomoglo današnjoj Evropi ili recimo čak samo srednjoj Evropi koja brojite to mnoštvo malih naroda i nacija? Ich glaube, es ist schlechthin ein Überleben dieser kleinen Völker, ihrer Religionen, ihrer Traditionen, ihrer Kulturen, dass notwendig ist, dass sie zusammengehen. Und zwar jetzt nicht retro, sondern dass sie eine Gruppe in der EU bilden,
ähnlich wie die Benelux-Staaten, die ihre Wünsche in der EU möglichst oder fast alle ihre Wünsche mit einer Stimme artikulieren. Schauen Sie, die kleinen Völker werden untergehen, wenn es nur Deutschland, Frankreich und als Beiwagen Benelux gibt. Wir müssen, glaube ich, die Länder, die früher zusammen waren, wieder in einer Form zusammenbekommen, in einer Arbeitsgemeinschaft, in einer Union, die in der EU mit einer Sprache spricht. Wenn das nicht passiert, wird auch die EU kaputt gehen. Naravno da biste mogli odgovoriti da nema Evrope bez normalizacije odnosa sa Rusijom, ali ipak možete li nam objasniti malo više, neću pretjerati ako kažem, neobičan odnos Austrije i Rusije. Naime, na svadbi se obično zove rodbina i prijatelji. Kod vas je ministrica vanjskih poslova pozvala Putina. Koja je relacija Austrije i, vidim da ste se nasmijali, i Rusije? Ja, ich bedauere sehr, dass ich nicht eingeladen war bei dieser Hochzeit. Es waren, glaube ich, nur 100 Leute oder sowas. Die Verbindungen zwischen Österreich und Russland waren vor allem in den letzten 20 Jahren immer traditionell gut. Und sehr, sehr gut. Wir haben nicht, sehr gut, ja, genau. Und wir haben nicht verstanden oder wir wollten es nicht verstehen, dass man wegen der Krim im Wesentlichen Sanktionen macht. Okay. Das heißt, auf der einen Seite musste sich Österreich im Wesentlichen den europäischen Vorstellungen fügen. Auf der anderen Seite hat man sehr stark betont, nein, so darf es mit Russland nicht weitergehen. Wenn wir ein vernünftiges Europa wollen, speziell jetzt in der Situation in den Vereinigten Staaten, in Amerika, dann müssen wir langfristig alles tun, um die Verbindung zwischen Russland und Europa zu stärken. Europa geht bis zum Iran, hat Otto von Habsburg immer gesagt, und er hat auch recht. Und heute ist Putin ein relativ sehr stabiler Faktor. Wir sollten nicht vergessen, dass es mit Russland immer gut gegangen ist und ohne Russland waren immer Probleme da. No, ipak postoji jedna šira slika. Postoje sankcije, postoji volja SAD-a da Evropa jedinstveno se konfrontira sa Rusijom. Mislite li da je moguće, naravno, cijeli niz evropskih zemalja to ekonomski ne slijedi. Mislite li da je moguće na toj politici konfrontacije graditi nekako u sutrašnjicu Evrope? Konfrontation ist immer dumm und Sanktionen, vor allem im Wirtschaftlichen, sind noch dümmer. Und der Einfluss Amerikas, ob man das will oder nicht, wird wesentlich geringer werden. Ich sehe zum Beispiel ein Problem, das mich immer schon stört, ist, dass sehr viele Länder, ich glaube auch Kroatien, in der NATO sind. Denn die NATO ist eine North Atlantic Treaty Organization. Die NATO ist nicht die Verteidigung Europas. Es wird also mittelfristig, glaube ich, notwendig sein, dass man eine eigene starke Verteidigungsstruktur schafft. Ob das jetzt Frontex ist oder irgendetwas anderes, aber es wird so weit kommen müssen, denn wir müssen uns in dieser Richtung von der NATO trennen. Die NATO ist nicht die Zukunft der europäischen Verteidigung. Kako vi vidite, kad smo već kod Amerike, dosadašnju politiku Donalda Trumpa? Ili, apart od vas, kako vi vidite, kako je Austrija vidi? Also, ich würde sagen, sehr differenziert. Wenn Sie mich persönlich fragen, so hat Donald Trump eine ganz klare Agenda, die sagt America first. Und diese Agenda führt er relativ mit etwas eigenartigen Formulierungen und Worten und etwas spontan und nicht ganz transparent durch. Und es wäre gut gewesen, hätte Amerika schon 1918 diese Politik gehabt, denn dann wäre Europa nicht
zerstört worden damals. Aber ich glaube, dass die Politik von Trump relativ logisch ist. Und wenn man an den Zollkrieg zwischen Europa und Amerika denkt, dann muss man sagen, er hat recht, wenn er sagt, dass das Zollregime die Amerikaner im Vergleich zu den Europäern schädigt. Sie haben also 12% Einfuhrzoll bei amerikanischen Autos und bei europäischen nur 4%. Und insgesamt ist das ein schlechtes Gewicht. Also wir werden sehen, inwieweit Trump jetzt die Midterms-Election übersteht. Aber insgesamt würde ich sagen, ist Trump eine neue Figur, die relativ logische Vorhaben hat. Ja. Kad spominjemo SAD i njihovu ulogu u Europi, Rumsfeld je formulirao predlog stare i nove Europe. Kako se vama, recimo, čini cijeli set, cijeli niz tih novih koncepata podjela Europe? Recimo, taj predlog stare i nove Europe. Europe, s jedne strane, Njemačke, Francuske i Skandinavske zemalja, sa druge strane, evo, zemalja koje možda čine ovaj slavenski blok od Poljske prema Hrvatskoj pa na istok. Also ich halte davon nicht sehr viel, muss ich sagen. Das Problem, das wir in Europa haben, ist, dass wir heute schon verschiedene Geschwindigkeiten haben. Sie haben die sogenannten konzentrischen Kreise von Macron. Ich halte das Wort für schlecht im Übrigen, aber egal. Das heißt, Deutschland, Frankreich wollen zusammenwachsen. Sie haben Länder, die in der NATO sind, und nicht im Euro. Sie haben Länder, die im Euro sind und nicht in Schengen. Sie haben Länder, die bei Schengen sind, aber nicht im Euro. Also sie haben eine Reihe von verschiedenen Konstruktionen in Europa. Ich würde das gar nicht bewerten jetzt. Es ist einfach so. Und ich glaube, zwischen alten und neuen Europa, schauen Sie, nehmen Sie Ihr eigenes Land Kroatien. Da sind so viele Innovationen gemacht worden. Natürlich gibt es Probleme und Streitereien und so weiter und so weiter. Aber es ist ein Land, das mit, ich sage immer, mit dem Messer zwischen den Zähnen, und ich meine das positiv, seine Selbstständigkeit, seine Unabhängigkeit und endlich nach den slowenischen Blockaden seinen Platz in Europa gefunden hat. Altes, neues Europa halte ich für total falsch. Ali Sebastian Kurz je, kad se spomenuo Macrona, rekao da je na neki način ta Evropa koncentričnih krugova, koja nije samo Macronova politička vizija, to od Mitterranda na ovamo francuska politika, realnost. No, da je to neprihvatljiva realnost jer ona dijeli Evropljane na Evropljane prvog reda i drugog reda. Kako to izbjeći? Ich glaube, Sie können das nicht vermeiden, sondern das, was Sie machen müssen, ist die Interessen der europäischen Länder verschiedener Stufen, Klassen, Historien zu bündeln und in Europa damit umzugehen. Schauen Sie, wenn heute, sagen wir, Kroatien, Slowenien, um ein Beispiel zu nehmen, und einige Regionen Oberitaliens, den Ausbau eines Hafens wollen und dafür von der EU so und so viel kriegen wollen. Wenn das Kroatien allein sagt oder Slowenien allein sagt oder Dresden allein sagt, wird gar nichts passieren. Wenn aber diese Länder mit einem starken mit einer starken Bevölkerungsanzahl das wünschen, dann wird sehr wohl was passieren müssen. Denn dort, wenn sie torpedieren, also kleine Länder müssen sich zusammenschließen. Anders werden sie ihre Identitäten niemals in die Zukunft hineintransportieren können. Dobro, kad postoje te različiti koncepti novih podjela Europe, bismo li onda mogli obratno kazati da je nekakva pan-evropska vizija, kako imaju Otto von Habsburg, ili ako hoćete njemačka federalistička vizija Sjedinjenih država Europe, naprosto kao koncept propala? Ich würde sagen, die Ideen muss man neu formulieren, schon im Sinne Otto von Habsburgs. Aber es gibt drei wesentliche Punkte in Europa. Das eine ist Frieden in Europa,
Das zweite ist gemeinsame Verteidigung. Und das dritte ist gemeinsame Außenpolitik. Aber Vorsicht mit einem Opting-out. Ich erinnere an den Westfälischen Frieden. Egal. Und dann gibt es die vier großen Freiheiten. Personen, Waren, Dienstleistungen, Geld. Und auch da muss es Opting-outs geben. Wenn Sie also die Maßnahmen des Brüsseler Glaspalastes, ich sage immer des Beamtenzements, wenn Sie die zurückgeben und Europa weniger Vollmachten geben, diese aber stärker, die wenigeren stärker machen, dann wird die Vision möglich sein. Vereinigte Staaten von Europa wird es kaum geben, aber ein gemeinsames Europa als Vaterland der Vaterländer, wie es auch Otto von Habsburg gesehen hat, wie es de Gaulle gesehen hat, das wird möglich sein, aber dazu ist bestimmt noch einiges zu machen. Und das größte Problem dagegen sehe ich momentan in der deutschen Politik. Sebastian Kurz je kazao da sebe vidi i Austriju kao stanoviti most između Srednje Evrope i Zapada. Želi li to na neki način Austrija obnoviti svoju snažnu prisutnost eto, u srcu Evrope na način da artikulira jednu zajednicu mitteleuropskih zemalja, malih nacija, kao svojevrstan srednjoevropski Benelux? Nur viel größer als die Benelux-Staaten. Ja, ich sehe das auch so. Kurz ist ein Mensch mit Visionen, ähnlich wie Kreisky, würde ich sagen. Und die Vision von Kurz ist natürlich, dass Österreich seine Erfahrungen im guten und im schlechten Sinn mit seinen Nachbarn, mit denen es so lange zusammen war, teilt. Und dass aufgrund dieser Teilung man jetzt nicht unter Einschränkung von Unabhängigkeit, jedes Land hat sich selbst durch eine lange Geschichte die Selbstständigkeit erkämpft. Kroatien, Slowenien, Ungarn, Polen. Immer. Aber das heißt nichts, dass diese Länder nicht in diesem Ding zusammenarbeiten sollen. Und natürlich ist es logisch, dass hier Wien eine besondere Verantwortung hat, hier Hilfestellung zu geben und hier zu unterstützen. Das glaube ich schon. Und insofern hat Kurz sicherlich recht. Übrigens gehöre ich nicht der Partei von Herrn Kurz an, abgesehen davon. Aber er hat sicher recht. Gospodine, van Handel, na kojim bi se vrijednostima trebalo danas temeljiti to evropsko zajedništvo? Ne pitam to samo zato što je to trivialno pitanje koje se samo od sebe nameće, nego znam da vi imate posebno senzibilitet sprem ovog insistiranja na kršćanskom utemeljenju te Evrope, na kršćanskim vrijednostima. Jesu li one zaista nužne u temelju nekakve nove Evrope i njezinog zajedništva? Ich verstehe die Frage, ja. Ich würde sagen, es ist unabdingbar, dass wir unsere christlichen Religionen auch in Europa wiederfinden. Warum? Auf der anderen Seite steht uns ein aggressiver Islam gegenüber. Und wenn wir nicht zu unserer europäischen Identität das Christentum zählen, die Familie, und zwar die Familie unserer Prägung, das Eigentum unserer Art, eine gemeinsame Verteidigung, das Wertkonservative, dann ist Europa nichts anderes als ein Konglomerat von starken Wirtschaftsnationen, die aber schon gar nichts eint, außer die Exportzahlen. So darf es, glaube ich, nicht kommen. Und speziell wieder unsere Nachbarn Kroatien, Slowenien, auch Oberitalien, Regionen, die oberitalienischen, die haben noch ihre Traditionen, wir auch. Und sie werden aber sukzessive weggenommen, weil Europa heute rein auf dem superkapitalistischen Trip ist, der letztendlich Europa zerstören wird, wenn dem nicht Einhalt geboten wird. Und Einhalt kann mir wieder nur in einem gemeinsamen Mitteleuropa geboten werden. Gdje je ta Evropa o kojoj mi pričamo? Kurz se trudi, naročito kod Srbije, znamo da se iz Austrije posebno prati i događanje u Makedoniji, znam za vaše angažman i razgovore sa predsjednikom Ivanovom. Ovdje u studiju je Karl von Habsburg pametno rekao da je Evropa tamo gdje su evropske vrijednosti. Ali gdje je to? Gdje je ta istočna granica Evrope? Je li Turska Evropa?
Definitiv nicht. Ich möchte sagen, dass Serbien, ich kenne die Probleme zwischen Serbien und Kroatien natürlich, aber mittelfristig muss Serbien zu Europa kommen, schon aus einem einzigen Grund. Die Probleme am Balkan vor 1914 waren immer dadurch gegeben, dass Serbien sich als Schutzmacht an Russland gewendet hat. Und das war ein Problem. Daher müssen wir Serbien einbinden, auch Bulgarien und Rumänien. Ich habe persönlich gegen den Islam überhaupt nichts. Wogegen wir was haben müssen, ist, wenn völlig unkontrolliert Hunderttausende, Millionen von Invasoren kommen, die den Islam als Waffe und nicht als Religion sehen. Also denken Sie an die Scharia zum Beispiel oder denken Sie an die Position der Frau im Islam. Dagegen habe ich was und da bin ich auch nicht so positiv eingestellt wie mein sehr verehrter und respektierter Freund Erzherzog Karl, das muss ich sagen. Nein, ich glaube, der Islam ist als Religion eine Religion wie alle großen Buchreligionen, aber in der jetzigen Situation ist der Islam für Europa gefährlich. Otto von Habsburg, kad smo kod islama, spominjete ga u zadnjim odgovorima često, je u recimo dijelima Raimonda Lula nalazi inspiraciju za svoje inzistiranje na međusobnom razumijevanju islama i kršćana. Kako vidite tu misao Otto von Habsburga? On je upravo inzistirao na nužnosti razumijevanja kršćana i muslimana. Ja, ja, ich verstehe Sie schon. Ich finde diese Idee sicherlich sehr gut. Der Otto von Habsburg hat sie geäußert, bevor Millionen von völlig ungebildeten und eher aggressiven Flüchtlingen, die teilweise gar keine Flüchtlinge waren, nach Europa gekommen sind. Also am Philosophischen hat Sicherheitsherzog Otto völlig recht. In der derzeitigen politischen Situation glaube ich, dass er das auch nicht so sagen kann. Würde, sondern man kann mit dem Islam nur dann leben, wenn die einzelnen Kulturen nicht vermischt sind zu stark und wenn nicht eine ganze Zivilisation Gefahr läuft, ausgerottet zu werden. Nur ein Beispiel dazu. 1 Million christliche Familien werden in 10 Jahren 1,5 Millionen Nachkommen produzieren. Und? 1 Million muslimische etwa 7 Millionen. Wenn man sich das vor Augen rechnet, kann man das hochrechnen. Und dann ist Europa tot. Also, što bismo trebali strahovati? Recimo, Bazan Tibi je uveo u diskusiju u Njemačkoj pojam Leitkultur. On je isprva bio primjen vrlo kontroverzno, a danas čak i Ljevica diskutira taj pojam bez ikakovih otpora. Preuzela ga naprosto. Hoću kazati, je li vi strahujete da nekakva naša stržna kultura biva ugrožena ili što je ugroženo tim dolaskom migranata po vama? Ja, natürlich. Ich meine, ich werde was sagen, die Kultur wird deshalb bedroht, weil wir, und speziell ist das in Deutschland so, anscheinend nicht willens sind, dagegen anzukämpfen. Wenn Sie heute anschauen, dass oft deutsche Staatsbürger schlechter behandelt werden als Immigranten, wenn die politische Situation, und ich sage deshalb Deutschland, weil Deutschland das wichtigste Land ist, so auseinanderdriftet, dass wir hier einen Bunker in Berlin haben, der immer mehr an Stimmen verliert, und überall anders Menschen haben, die damit nicht zufrieden sind. Ich erinnere an die bayerischen Wahlen, ich erinnere an die Umfragen. Glauben Sie mir, wenn Sie die Hessenwahlen sehen werden, dann ist Deutschland auf dem Weg, völlig kaputt zu gehen. Wenn Sie heute Spitzenpolitiker sagen, Deutschland ist schlecht, alles, was deutsch ist, ist böse, dann ist eine Nation am allergrößten Ende. Ärger als 1945. Und genauso schaut es aus in Deutschland momentan. Evropa i Evropa regija, spominjete baš Njemačku, pa naravno da je Evropa i Evropa Bavarske, Rajnlanda, s kojima vi osobno u Austriji imate odlične odnose, pa otvoreno ćemo kazati i zbog katoličke tradicije. Kako vidite, recimo, tu vrst regionalnog povezivanja u današnjoj Evropi? Je li, recimo, Bavarska bliža današnjoj Austriji nego moguće Berlinu i Pruskoj ostavštini? Apsolutno.
Absolut. Ne? Absolut. Bayern ist heute, schauen Sie, ich habe viele Vorträge in Bayern und ich habe einmal bei einem dieser Vorträge in Bayern gefragt, warum habt ihr eigentlich nicht erkannt, dass der Beitritt zu Deutschland, zum wilhelminischen Deutschland, euch nur geschadet hat? Und es haben dort einige Leute gesagt, ja, darüber müssen wir nachdenken. Natürlich haben wir mehr Gemeinsamkeiten mit Bayern. Wobei ich gar nicht böse bin, was Berlin betrifft. Nur die derzeitige Politik in Berlin ist das Schlechteste, was Europa seit Jahrzehnten passiert ist. Kad govorimo regijama, obrat ovog pitanja mogao bi glasiti, nisu li regije nešto što prijeti zapravo razaranju Evrope? Pogledajmo recimo Kataluniju, pogledajmo primjere tih tendenci regionalnog odcjepljenja. Mogu li te regije usitniti Evropu i razjediniti Evropu dodatno? To je, glaube ich, eigentlich weniger. Nein, ich glaube, ich meine, Katalonien ist sicher ein Fall, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass Schottland ist auch sein Fall, Bretagne ist auch ein bisschen sein Fall. Da haben wir uns selbst inspiriert, Lombardie, Veneto, također. Natürlich. Ja. Veneto gibt es auch und es gibt aber auch zum Beispiel Rumänien, ja. Der ungarische Teil von Rumänien. Ich glaube nicht, dass das wirklich zu Katastrophen führen kann. Soviel ich weiß, haben die europäischen Verträge keinen Passus, dass wenn in einem Land eine Bewegung los von diesem Land ist, dass dann Europa eingreift. Das, glaube ich, gibt es nicht. Soviel ich weiß, gibt es das in den Verträgen nicht. Aber ich glaube nicht, dass das zu wirklichen Zerwürfnissen führt. Andererseits müssen natürlich in einem gemeinsamen Mitteleuropa nicht nur Länder, sondern auch Regionen sein. Denken Sie an Oberitalien, sicherlich nicht an Apulien oder an Sizilien. Aber denken Sie an die drei oberitalienischen Regionen, Milano, Venezia, Triest, die sind durchaus interessiert, hier mitzumachen. Kad smo kod toga, kako Austrija danas gleda na problem Južnog Tirola? Znam da je taj problem za vas naročito osjetljiv, da postoje ti sentimenti, da je taj dio oduzet Austriji, vidim, smješkate se. Danas postoji taj zahtjev ili predlog za dvojnim državljanstvom. Je li po vama to nešto što je nužno, što eto, na neki način onda zadovoljava i Austriju ili? Also ich darf Ihnen gestehen, dass den Passus über die Doppelstaatsbürgerschaft, den habe ich ein bisschen ins Regierungsprogramm hineingebracht, aber eigentlich mehr, um das Gleiche zu machen, was die Italiener, die ich sehr schätze, in ihren Ländern machen. Die Italiener haben für die alten Italiener in Dalmatien, in Istrien und so weiter die Staatsbürgerschaft. Warum sollten das die Österreicher nicht auch machen? Aber wenn Sie die letzten Wahlen gestern anschauen in Südtirol, dann hat vor allem die Lega Nord gewonnen. Dann haben diese extremeren Parteien, Freiheit für Südtirol und die Freiheitlichen, auch solche sind zwei Parteien, haben eher verloren. Und der Landeshauptmann Kompatsch ist mit einem blauen Auge davongekommen, der, glaube ich, 3% verloren. Also ich sehe das mehr für Spielereien. In Wirklichkeit wollen die Südtiroler dort sein, wo es ihnen besser geht. Und die Südtiroler würden etwas anders wollen, wenn sie von den Italienern kein Geld mehr kriegen würden. Das wird aber nicht passieren. Also wird sich da außer Folklore nicht sehr viel ändern. Aber die Doppelstaatsbürgerschaft ist doch eine ganz nette Sache. Vi ste uzburkali javnost i duhove vašim otvorenim pismom kancelarki Merkel. Mislim da je naslovljeno tko vam daje za pravo. Kako vidite danas sa te distance to vaše pismo? Je li vas ono koštalo? I recite, jeste li promijenili svoje stavove i kakva je vaša ocjena politike kancelarke Merkel danas? Ich finde, entschuldige se, und ich will nicht überheblich sein. Ich würde jeden Satz dreimal so stark unterstreichen. Denn die Tatsache, dass die Immigration 2015 kam, okay, aber dass man nachher immer noch nicht einsieht, dass das ein Fehler war und dass man mit sinkenden Umfragezahlen immer noch regiert. Die beiden Parteien, die in Berlin regieren, haben insgesamt 25% ihres Elektorats verloren. Ja, ich würde sagen, Merkel
gehört weg und das so schnell als möglich. Und mein Brief war total richtig. Niste li bili prekritični? Naime, migranti nisu došli nakon što ih je Merkel pozvala, nego ona je naprosto napravila jednu kulturnu gestu kao žena koja je na čelu Njemačke, opterećena prošlošću, bremenom prošlosti, i kad je ta stvar krenula, a krivca ste vi našli negdje drugdje, ne u Njemačkoj, za te velike migracije, ona je naprosto kazala dobrodošli. Niste li bili možda preoštri prema kancelarki? Nein, das würde ich nicht glauben. Ich war viel zu wenig scharf ihr gegenüber, möchte ich so ganz deutlich sagen. Ich würde glauben, es ist fast ungeheuerlich, dass eine in der SED kultivierte Person heute Deutschland als Privateigentum, politisches Privateigentum bezeichnet. Und dass sie unabhängig davon, was die Menschen wollen, einfach ihre Agenda durchzieht. Und ich möchte wissen, von wo sie gesteuert ist. Denn normalerweise müsste sie längst weg sein. Idemo prema kraju emisije, pa moram vas pitati i dva pitanja i kao čovjeka koji je s nevjerojatnom energijom nazad desetak ili nešto više godina organizirao moguće najsnažniji pressure group u ovom dijelu Evrope, dakle u srednjoj Evropi, a širi se po cijeloj Evropi. Dakle, vi ste bili prokurator, sad ste počasni, jedan prokurator St. George's Ordena, kuće Habsburg. Recite, s kojom ambicijom uopće ste osnivali od Austrije preko svih krunskih zemalja, pa danas do Velike Britanije, Nizozemske, pa čak postoje dakle, zapovjedništvo Komturaj u Južnoj Africi itd. itd. Dakle, koja je ambicija tog omasovljenja, a riječ je zaista kad se pogleda članstvo, o moguće najsnažnijoj neformalnoj instituciji Srednje Evrope? Ich freue mich sehr, dass sie stark geworden ist. Es geht um Werte. Es geht mir sehr oft nicht um Parteien, sondern um Werte. Und die Werte, christlich, ich habe sie schon zuerst gesagt, wertkonservativ, wirtschaftsliberal, aber nicht Superkapitalismus, europäisch, landesverteidigungsfreundlich, sind Werte, die gebündelt gehören. Und das Zweite ist, dass natürlich wir, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, nicht wissen, wo wir stehen und nicht wissen, wohin wir gehen sollen. Und da ist natürlich Otto von Habsburg ganz wesentlich. Und ich glaube, dass die Habsburger schlechthin die typischste Familie sind, die in der Lage ist, international diese Werte zu vertreten. Ja, wir haben auch jetzt in England eine große Konterei und glauben, dass wenn es zum Brexit kommt, ich persönlich glaube nicht, dass es zum Brexit kommen wird, aber sagen wir, es kommt zum Brexit, wollen wir auch dort positioniert sein. Und letztendlich dient das Ganze dazu, um Europa und die internationalen Länder, in denen wir sind, auch wieder wertbewusst zu machen. Und daher haben wir eine Reihe von Eliten, Regierungsmitglieder, Abgeordnete, Professoren, Ärzte, Wissenschaftler, Kulturleute, alles Mögliche, Offiziere, um diese Werte weiterzutreiben. U Zagrebu je bio sada ovaj vikend Ordenstag, dakle najveći skup preko 300-400 vitezova toga reda imalo dakle svoj godišnji skup. Recite mi, postoji uvijek nekakva bojazan od nekog monarhizma. Ostane mi minuta do kraja. Samo u dvije rečenice. Je li red Svetog Jurija pokušaj obnavljanja nekakve Austro-Ugarske monarhije? Nein, das ist kein Versuch, die Monarchie. Es gibt sicher überall Monarchisten, einen kleinen Teil, und es gibt überall Republikaner. Um das geht es nicht. Aber wenn man die Geschichte lernen will und in die Zukunft gehen will, dann muss man sagen, dass die Verbindung der Länder untereinander wichtig ist. Das hat mit Monarchie gar nichts zu tun. Und die Habsburger sind die Letzten, die hier irgendwelche revanchistische Gedanken haben. Vielen Dank. Hvala lijepo, hvala lijepo na dolasku. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili sa nama. Gledajte nas naravno sljedeći puta i do tada, doviđenja.